Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scum. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid und ja, erstmal ein fettes Sorry. Die Folge heute kommt viel später als ich wollte, denn ja, ich habe völlig verpennt. Ein absolut Höllendienst habe ich hinter mir, 24 Stunden, tagsüber viel und nachts noch mehr. Und ja, an Einsätzen meine ich natürlich und deswegen nehme ich erst um 14:48 auf. Passiert, aber ich habe trotzdem Bock, denn ja, die Version ist ja neu. Wir müssen eh noch ganz schön viel erledigen, am Material besorgen und. Und da will ich euch gar nicht so lange voll labern, denn Steffi wartet. Aktuell gab es gerade ein Problem mit dem Server. Wir kamen nicht mehr drauf. Discord ist dann fast sofort explodiert, aber das Problem habe ich sofort schnell mit einem Server-Neustart lösen können. Gott sei Dank. Ich habe mich schon erschrocken. Ich hatte immer keine Verbindung. Das war ein bisschen schade. Ich dachte, mein Steam wäre schuld, Computer neu gestartet, dann ging es immer noch nicht. Ärgerlich. Gut, aber ja, Technik, die ist ja manchmal mit Fehlern behaftet. Was will man machen? Gut, ansonsten haben wir mit der Steffi hier einiges geschafft schon. Wir haben sogar schon ein Flugzeug, ich freue mich so mega darüber. Und mein, Blümchenfeld, nein, ich wollte nicht ernten, ist auch schon in voller Pracht hier. Also schon ein paar Knoblauch, ein paar Peperonis. Ich weiß gar nicht, was das war. Melonen und Gurken sind schon am Start. Das mache ich aber immer offscreen schön oder im Livestream, wenn wir das dann ein bisschen bearbeiten wollen. Ne? Gut, was wollen wir heute machen? Auf jeden Fall wollte ich ein bisschen was besorgen am Material. Da habe ich erst so ein bisschen an den Hafen gedacht, dass wir uns da vielleicht schon mal ein bisschen Militärausrüstung besorgen. Eventuell. Oder ja, sonst eigentlich nix, ne? Sonst habe ich ja, könnten in der großen Stadt gehen, aber das ist jetzt noch nicht so angebracht, glaube ich. Wir sind ja nur mit einem Fleischerbeil aktuell bewaffnet und einer Axt. Gut, aber ich wollte hier einen Hangar ziehen. Also hier, wo es jetzt steht, soll der Hangar hin, ungefähr. Da habe ich natürlich jetzt erst testweise oder anfangsweise die Base hier errichtet. Wie sieht die eigentlich aus? Ja, noch gut. Und ein bisschen rum experimentiert mit den Elementen, mit den neuen. Das funktioniert ja alles schon mal ganz gut. Und freue mich. Es läuft. Ansonsten, wie gesagt, ein bisschen Militärloot kann her. Wir sind aktuell noch ziemlich gut bei Kasse mit 93.000. Brauchen wir noch nicht so Gedanken machen. Aber Problem ist natürlich auch noch das, unser Platz, ne? Obwohl wir einen Schrank haben, den ich eigentlich nicht so zubomben will, ne? Aber erstmal bleibt uns nichts anderes übrig, als diesen armen Schrank voll zu packen mit Kram. Kochzeug tue ich mal hier hin, damit wir später besser sortieren können. Knoblauchsamen können dann auch dazu. Das ist für mich Kleidung. Motorradhose ziehen wir eiskalt an heute, denn wir haben noch immer unser Röckchen an. Das reparieren wir uns aber schick. Dann kommt das hier hin. Dann haben wir noch eine Nigenjacke auf Ersatz, eine ABC-Schutzmaske. Ja, das kann man immer gut gebrauchen. Man weiß ja nie. Knackwerkzeug habe ich sehr wenig. Das sollten wir uns vielleicht. Nee, gar nicht. Hier. 35 davon. 3 davon. 2 Dietriche. Das ist schon mal gut. Baumaterial habe ich ja in der Metallkiste gelassen. Haben wir die nicht abgeschlossen? Nee, ne? Doch, die haben wir auch abgeschlossen. Kann die doch auch hier stehen bleiben erstmal. So, hier haben wir ja genutzt zum Material holen. So, da können wir noch ein Nägelchen mit beipacken. Munition nehme ich mit. Wir haben hier einen Militärkompass, das ist gut. Die Motorradhose, wo bist denn du eigentlich? Wo verbirgt sie sich? Die Seife, ne? So ein Blödsinn. Brauchen wir auch erstmal nicht. Ja, sonst habe ich gerade wieder alles auf 2 Sachen verteilt, was die Sache nicht ganz so einfach macht hier, ne? Nähzeugs bauen. Lassen wir mal hier, wir haben genug dabei. Zack. Das gehört nochmal in Kochen rein. Das ist ein wenig Crafting-Zeugs. Verbandsmaterial ist immer gut, ne? Weil wir bluten mal ganz schön schnell. Und wie gesagt, ja, du kein Knoblauch, ne? Wir haben kein Knoblauch, um uns zu retten. Gut, dann haben wir das erledigt. Ja, ich habe gerade verpennt. Also wie gesagt, der Dienst gestern auf heute war nicht feierlich, ne? Aber ich brauche da gar nicht so doll ins Detail gehen. So, jetzt frage ich mich, ob ich damit hinfahre oder wir fliegen schnell mal dahin.
weil wir nach einem Repariertool nochmal suchen können. Das ist nämlich noch in meinem Kopf gewesen. Deswegen würde ich eigentlich nochmal ganz schnell wieder zum Airfield fliegen. Boah, wie viel Zeugs drin, ne? Noch ein paar Dreher. Und das dann lösen, das Problem mit dem Reparierzeugs, ne? Hunger hat sie auch. Steig. So, da entstehen schon die ersten Basen. Viele bauen fleißig. Also es ist richtig geil mit anzusehen, wie so ein süßer Server so schön mit seiner Community wächst. Schreiben wir mal schnell Huhu im Chat. Ja, ich hoffe, es läuft jetzt auch stabil, weil wir gerade in der Luft sind. Könner. Wir sind jetzt eine Luftfahrt. Könner. Ein Traum. Haben gerade den Skillpunkt gemacht. Ah. Wie schnell wandert der denn so? Man kann ja mal mutig gucken. Luftkampf ist schon fliegen. Luftfahrt, ja. Man macht immer so ein bisschen. Ich habe ja gut geschrieben. Boah. Jetzt ab hier. So, gut. Ja, wir fliegen jetzt. Wir müssen das ja einmal reparieren. Das bleibt uns nicht so übrig. Und der Basenbau, da werde ich heute vielleicht ein bisschen was schaffen. Aber die Folge ist auch schon spät dran. Wow. Das ist schwierig mit dem Connect, oder? Jetzt nicht mehr. Hoffe. Wurden die Dropships wieder entfernt? Nein, wir haben immer Dropships in der Welt, aber nicht mehr auf Basen, oder was macht eigentlich mit dem Flugzeug gegen so ein Dropship? Das kann mir ja gar nichts in der Luft, ne? Ob ihr die Zeiten geändert habt. Irgendwie ist das Server wohl stocken geblieben. Oh Mann, muss das fliegen hier, Leute. Da wird der Insekt auf meinem Monitor. So. Das riesige Problem mit dem Flieger ist, man ist super laut, ne? Das ist echt ein großes Problem mit diesem Dingchen hier. Aber wenn wir eine ganz schnelle Luto damit machen, ist auch geil, ne? Haben wir das schon mal erledigt? Na gut, das erledigt ist nicht erledigt. Ich meine natürlich, dass wir dann vielleicht eine ordentliche Waffe haben. Oh, hallo Tim. Hi. Gute Tyrell oder Tyrell. Kriegen wir so eine schöne butterweiche Landung hin. Aber meine Haare sind ab, wer es gemerkt hat. Es wachsen keine Haare mehr durch meine Badekappe. Wurde mal geschrieben. Ich brauche eine Standorte, das habe ich keine Ahnung von. Dann müsst ihr den Dings fragen, den Shavum. Das war eine sehr, sehr schicke Landung. Shavum, der ist sehr, sehr, sehr fleißig gewesen die Tage. Mein größtes Lob an Shavum. Also schaut mal auf seinen YouTube-Kanal. Und belohnt ihn mit einem Abo oder sowas. Das kostet hier bei YouTube ja nichts. So. Abos bekomme ich gar keine mehr auf YouTube. Die Aufrufe sind auch relativ schlecht, aber ich bin ja kein Jammerlappen. Wir wissen ja, dass wir das hier zum Hobby machen. Und das finde ich, bin einfach glücklich, wenn ich ein paar Zuschauer habe. Ne? Kommentare schreiben tut auch so gut wie keiner mehr. Ich weiß nicht, was aktuell los ist, aber wie gesagt, vielleicht weiß man einfach manchmal nicht, was man sagen soll. Knoblauch brauche ich nicht mehr sammeln. Wir können es aber trotzdem mitnehmen, falls wir irgendeine kleine blöde Verletzung haben. Oh, lass mich nicht umsonst hingeflogen sein, da ist es. Das Ding, das ist der Sinn der Reise gewesen. Soll ich das mitnehmen, Bolzen? Nee, ne? Packen, Bolzen sind sehr attraktiv, finde ich. Die würde ich immer gerne mitnehmen.
gute alte Herdplatte. Und hier sind öfter ja mal richtig schöne Schraubendreher drin. Richtig dicke, fette. Das ist auch mal geil zu finden. Wenn man es findet. Ja, es gibt so ein paar Items. Da freut man sich, wenn man sie im Fensterchen da so aufblitzen sieht. Wie Schraubendreher und so. Was ist denn da euer Lieblings-Item, was ihr da dann so seht, wie jetzt Bolzen natürlich? Stimmt auch, der Schraubendreher, der ist immer toll. Die M82 kommt jetzt bestimmt im Chat. Zap, zap, zabbeli, zap. Bob der Baumeisterhelm. Will ich nicht, Nägel will ich nicht, einzelne jedenfalls. Das nehmen wir nochmal mit. Wir haben zwar genug, wir bräuchten eigentlich mehr Dietriche, ne? Weil die habe ich jetzt gerade gar nicht. Das ist natürlich schlecht. Aber mal gucken, vielleicht finden wir einen Packen. Das nehme ich gerne auch noch weiterhin mit. Dann ist der Flieger dementsprechend schon mal safe, ne? Also nicht wirklich, weil wenn ich abstürze, geht er trotzdem kaputt. Boah, wie soll da eine Herdplatte reinpassen? In den kleinen Schuhkarton. Wuppdiwupp. Und eine Farbe. Marinegrau haben wir, glaube ich, schon. Nicht so schön. War Marinegrau. Weiß nicht, ob es diese komische. Die könnte richtig geil aussehen, wenn es die Farbe ist, die ich jetzt im Kopf habe. Bei Nägel. Bei Autos. Im Flieger geht alles irgendwie doppelt und zehnfach schnell. Ne? Du bist jetzt einfach mal am anderen Ende der Map. Dann nehme ich auch noch ein paar Bolzen mit. Sind ja auch noch ein paar drin. So. Aber ist hier drin ein Reparatur gefunden? Wie cool. Ein paar Kartons noch und mehr ist hier eigentlich gar nicht. Sieht immer so viel Loot aus hier drin, aber dann sind es eigentlich nur ein paar Kartönchen. Und die dicken, fetten Schraubendreher bleiben aus, leider. Hier lag auch mal eins, deswegen gucke ich hier. Also, ob das dann immer liegt, Schuhe. Jetzt haben wir welche an. Ich glaube, wir haben schon so Militärboots an, ne? Immer die hier, die sehen irgendwie militärischer aus. Reparatur. Das sind echt unterschiedliche Schuhe, oder? Nur ein bisschen. Ich denke, von der Technik her sind sie gleich, ne? Was auch immer Technik bei Schuhe ist. Will das eigentlich nicht da lassen. Das wäre zu schade. Aber wir bräuchten noch Dietriche. Das ist natürlich blöd jetzt. In der Zwischenlandung für Dietriche machen ist eine ganz blöde Geschichte. Ich habe ja noch Flugzeug, aber ich habe auch nicht viele mitgenommen. Und auf gut Glück, welche zu finden, ist auch ein bisschen hart. Tyrone's Axe. Die ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Ne? Wir testen die heute nochmal aus. Wir haben da sogar jemanden stehen, glaube ich. Wir haben volle HP. Muss auch in die Hand nehmen. Zwei Schläge für einen ganz normalen Otto-Normal-Zombie. Ich glaube, das kriegen wir mit dem Beil fast auch hin. Aber es ist, glaube ich, schon stärker. Aber die verbrauchen mehr Platz. Das ist nervig. So. Oh, meine Uhr macht du. Warum ist hier wieder Ton? Okay. Scheiße. Jetzt habe ich natürlich keine Dietriche, nur so ein paar. Und knack ungern mit dem. Mit dem, Ding hier. Mit der Brechstange, weil die so laut ist und so lange braucht. Ja, so Büros. Ja, komm, dann gehen wir mal. Ich weiß, wo ich gucken kann. Oh, ist noch ein Dietrich. Drei. Das ist natürlich wenig. Das ist ja noch ein Gebäude, was wir uns angucken können. Uff. Bestimmt ist es super ungemütlich bei guten Temperaturen hier mit dieser Hose rumzurennen, ne? So. Es hätte ja eins drin sein können. Bonbons. Wie geht's sozusagen? Ich will essen mal. Ich drücke mal auf alles. Ich esse aber nicht alle. Dort ja 100 Jahre, bis es so eine scheißhüte Bömmchen gegessen hat. Verfixe. Na, da war ein bisschen Hunger da, ne? Aber die schlagen sofort auf der Hüfte. Die Bonbons. Weg damit. Die machen nur dick. Schade.
Es wurde mir in den Kommentaren, sorry dafür, dass ich das nicht am Anfang erwähnt habe, vorgeschlagen, immer so Schlösser mitzunehmen. Weil, wenn man die jetzt zum Beispiel, wenn man wird jetzt von Zombies verfolgt, hier sind jetzt keine Fenster zum Reinklettern zum Beispiel, kann man das Türchen zumachen. Hier auf dem FLG ist natürlich nicht. Und einen schnellen Schloss reinzaubern, dann kriegen das auch die Zombies nicht auf. So eine Tür können die nicht aufkloppen, logischerweise. Soweit habe ich das auch gar nicht gedacht. Eigentlich super schlau, ne? Sind eigentlich gute Items, aber das. Das jetzt mal auf. Zwiebeln habe ich auch noch nicht. Das nehme ich auch mal mit. Damit die Steffi euch schnell wieder mit Gemüse versorgen kann. Das hat mir nämlich relativ viel Spaß gemacht. 5 ist eine blöde Tasse. Ist so weit. Ja, Kerker. Wir brauchen ja nicht 1 Million Dietrich. Wir wollen ja nur einmal schnell da rein flitzen. Und mal reinäugeln, aber hier findet man solche Teile doch niemals, nie ever. Fehlt mal Metall, Schrott und so ein bisschen. Gut, wo könnten wir denn drauf hoffen? Na, vielleicht fahren wir mit dem Bot dann dahin und den Flieger lassen wir dann zu Hause. Ich muss ja nicht aufnehmen in der Zeit, während ich fahre. Das reparieren wir aber zu Hause. Ich sabber mir wieder im Bad hier. So. Ab in the air. Erzähl, oh yeah. So. Auf geht's nach Hause. Ich mach so eine Pause, damit ihr den ganzen Flug sehen müsst. Außer es passiert irgendwas, dann ist die Pause natürlich zu Ende. So, das wunderschöne Airfield. Keine Ahnung, ob da ein Flieger wieder drin steht. Ein relativ beliebtes Reisemittel. Verständlicherweise. Boah, jetzt ist ja was los hier. Cool. Da freue ich mich. Hoffentlich wird es nicht so schnell langweilig. Aber irgendwas haben die Entwickler schon wieder auf den Testserver geschmissen. Eventuell ein Hotfix, denke ich. Wegen den Teilen für das Quad und so. Dass die müssen ja noch auf jeden Fall mit nachkommen. Oder sollten. Ich bin hinterm Hügel am Leben. Und mir kann hier nichts passieren. Hier ist alles gleich, gleich. Jetzt kann noch was passieren. Im grünen Bereich. Aus der Luft wirkt alles so schön. Guck mal hier, die Base. Von einer die Farbe ausprobiert. Da war eine babyweiche Landung. Oh, hier geht's rückwärts. Ich brauche ganz dringend eine Gartenspitzhacke. Ganz, ganz dringend. Und die Halle der Helden muss wiederhergestellt werden. Aber die werde ich diesmal ein bisschen anders kreieren. So. Digga steht gut. Als ob er gar nicht weg war. Das stand aber andersrum vorhin, ne? So finde ich das aber schöner. Und wie gesagt, ich wollte ja noch. Die Kiste steht echt blöd hier einfach mittendrin, ne? Da haben wir ein bisschen Verkaufsgut auch gehabt schon, oder? Na egal. Da ist die Maske. Die Massen brauche ich nicht. Rein. Hallo, Steffi. Wow, hallo. Ich habe ja Schritte Grüß gehört. dich. Ja, ich habe dir gerade eine Nachricht geschrieben. Ja. Auf. Ein Moment. Steffi geht gleich weiter. Okay. Jawohl, Sir. So, warte, wir reparieren dann in der Zeit meinen Flieger. Wir haben beide dieselben Einheiten, ne? Fupp. Das Chassis und der Flügel waren auf jeden Fall kaputt. Wir haben einen Treffer abbekommen. Und jetzt ist er wieder wie geleckt. Nur anmalen müssen wir den. Da können wir mal ganz kurz. Boah. Bisschen schon mal rein. Was haben wir noch hier? Sorry, da bin ich wieder. Ja, ich stehe beim Flieger. Ja, ich habe gesehen, mit Motor ein Reger und ein Lader, die stehen bei den Windkrafträdern. Ich habe mir da auch ein Lager fertig gemacht. Da würden aber fehlen 4 Reifen. Ja, das 4 Reif ist viel. Was will er denn? Soll ich ihn da hinfliegen oder will er mir nur anbieten?
Ja, ich habe drei Ragerreifen, habe ich noch eingesammelt in der Kiste. Also würde nur einer fehlen. Batterie ist drin, Motor ist drin, Lichtmaschine ist drin, Türen fehlen und halt wie gesagt die Reifen. Wenn Okay. du die mal fertig machen willst, würde ich dir helfen Was wollen. hast du? Das liefern die, das hast du mir geschrieben, aber jetzt hast du es auch im Video gesagt. Jetzt wissen die ungefähr, wo dein Ranger steht. Dann müssen wir uns gleich Ach beeilen. Mist. Ah, ich dachte, das wäre hier nur bei uns Nein, lokal. ich hab heute verschlafen. Ja, ich hatte auch Probleme heute. Passt. Ich hatte eher Probleme mit meiner Arbeit, aber ist nicht schlimm. Ja, Ja. gut. Hast du mir ungefähr geschrieben, wo der ist? Ja. Da gucke ich gleich mal rein. Okay. Ich könnte mitkommen und wenn du da drüber fliegst, abspringen und Schloss reinsetzen. Hast du ihn ja abgeschlossen? Oder wird's im Steffi-Squad? Nee, nee. Ja, ich kenne mich nicht so aus. Ich sag mal einfach ja, wird was Gutes sein. Ach so, das wäre ein Team für Livestreams etc. Was wir, wenn wir da ein paar Leute dran sind, dass wir sind dann halt, wir können mitbauen an der Base etc. Ja, können wir machen. Ging das nochmal? Ewig Weiß, nicht mehr. ich weiß nur nicht, wie es funktioniert. Bist du schon in irgendeinem Squad? Nein. Uno Second, ich werde eins erstellen. Dann siehst du auch meinen Namen immer. Das ist positiv, ja. Registrieren, was soll das bedeuten? Ja, wir waren uns ja einmal begegnet, Oh, falsch. mit dem Frühloot tut gut. Genau. Team, genau. Nee, gar nicht. Wo gehen denn nochmal Squads? Ist ja voll den Schlaganfall hier. Ja, war der Zufall. Ich bin gestorben Da. und da aufgetaucht und dann habe ich das alles gefunden. Ganz langweilig. Die Steffis. Das sind ja immer einige. Einige auf der Map, ne? An Fahrzeugen. Letztes Mal für euch gesagt. Keine Ahnung, was das für ein Symbol. Ja, ich wusste jetzt auch nicht, was du für Pläne vorhast, ne? Ob ich dir nicht irgendwo durch die Pläne, durch deine persönlichen Pusche. Aber so ein Auto ist ja nicht schlecht. Ein Auto ist immer gut. Ich hatte auch überlegt, Muss sie annehmen, die Anfrage. ja, ich weiß jetzt halt nicht, wie ich annehme. Ich sehe, ich komme mit keinem Mauszeiger drauf. Dö. Ich weiß nicht, wo ich annehme. Noch 2 Sekunden. Oh. Ich bin so unbeholfen. Lange nicht Immer mehr mit der Scam Ruhe. gespielt. Immer mit der Ruhe. Am besten jetzt im Menü mit Tab. Da kriegst du einen Mauszeiger. Behandeln. Ja, stimmt. Ich lade nochmal ein. Juhu. Du hast es geschafft! Herzlichen Glückwunsch! Du bist das erste Teammitglied außerdem. Oh, das ehrt mich. Gut, dann Dankeschön. guck mal, ob du die Basis auf und zu machen kannst. Siehste? Das ist ja super. Ja, soll ich dir die Reifen schon mal geben oder? Soll ich den hinpacken? Ach so, klar, stimmt. Ich kann dir entschl ich werf dich ab, aber dafür musst du deinen Rucksack ablegen. Dann kannst du den Fallschirm haben. Den habe ich sogar noch. Ja, Das habe ich mir noch nie Schloss gemacht. kriege ich ja so aufgehoben. Ich bin da am Strommast und gehe mir mal gerade ein Schloss holen. Alles klar. Ich mache so lange Pause kurz. Mal meinen Flieger an. Ja, der Tonmaster ist ein. Der braucht ein bisschen länger. Bin schon mal Zwiebeln an einen Sa Samen, oh Gott. Am Sehen, ja, so hört das sich besser an. Hab keinen Fetisch mit Zwiebeln. Gut, bis gleich. Und während wir so lange warten, ist mir keiner Bug aufgefallen. Oder
keinen Bock. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, wenn wir auf Stoffwechsel gehen und gucken mal auf Gärtnerei und mit der Hände jetzt zum Beispiel was wegmachen. Da kriegen wir so viele Ruhmpunkte für. Dings, habt ihr das gesehen, wie viel das ist? Über 10.000 oder so. Das ist unglaublich viel. Schaut mal. Ja, über 10.000 Ruhmpunkte, glaube ich. Gut, aber wie gesagt, der Thomas, der kommt jetzt. Ich habe einen anderen Plan. Ich sehe noch, dass da was kaputt ist. Nein, 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 Abbruch. Wir landen bei den Rager. Der kann ihn ja dann zurückfahren. Das wäre eine Idee. Dann hätten wir schon mal einen Squad Rager für die Gruppe. Na, ich komme heute wahrscheinlich auch live. Ach, jetzt kriege ich den Flieger nicht. Ist ja blöd. So, der ist nämlich noch gar nicht ganz heile gewesen. Hier ist noch ein Stück Flügel kaputt. Kann man aber nicht reparieren. Komisch. Hm. Ah, da kommt er. Nö, das scheint so normal zu sein. Ne? Finde ich aber doof. Sieht sehr vermackt aus. Na gut, macht ja nichts. Kommt er angerannt? Jetzt hatte ich gesagt, ich werfe ihn ab, aber eigentlich will ich dann da auch landen. Ich soll sonst die vier Räder mitnehmen, soll die alle tragen. Sorry, hat ein bisschen länger gedauert. Meine alles gut. IC-Karte nicht. Was ist jetzt dein Plan? Ja. Hast du die Räder da vor Ort? Leider nicht. Ich habe mir ja einen Rager fertig gemacht. Ja. Wir könnten auch, dass ich hinfahre mit dem Rager. Der ist zwar voller Loot, aber ich könnte nur die Kiste drin lassen, wo die Reifen drin sind. Ja. Und Werkzeugkiste und Wagenheber. Und dann also fahren wir hin. Interessant, ja, weil wäre auch, ich könnte ja hinfliegen. Wir können die Kiste im Flieger schmeißen. Wir landen da beide auch. Und dann kannst du den dann nach hier fahren. Der wäre dann unser Squad Rager. Ja, richtig. Das wäre. Würdest du dann nach hier fahren? Ja. Wir können auch in der Safe Zone dann noch ein Rad kaufen, ein viertes oder so. Ja. Okay. Dann rolle ich mal zu. Ich habe meine IC-Karte nämlich gesucht. Also für ein Rad hätte ich sogar noch Geld. Da habe ich auch. Ein bisschen was gebe ich schon dazu. Dann rolle ich mal zu deiner Base mit dem Flieger. Dann können wir die Kiste da reinpacken. Ja, warte kurz. Hier die Kettensäge kannst du haben. Ich habe mehrere gefunden an der Rennbahn. Oh, cool. So, ja, also das ist Leben in der Lage. Ich werfe dem Lager. Ja. Ich renne mal zu meiner Base runter. Und ich habe eben mal versucht. Es kann sein, dass uns doch keiner gehört hat. Gehört nicht, aber wenn die Folge... Wenn die Folge online kommt, dann. Ach so, ja, ich dachte sofort gemerkt. Real life, live. Okay, ich renn. Kann ja mit einsteigen. Das Fliegen wie Autofahren auf einmal. Ja, habe ich viel Glück gehabt. Ich habe alles an der Rennbahn zusammengelootet und habe mir da ein Motorrad fertig gemacht. Und damit habe ich dann mit dem Rucksack so einzeln die Reifen rüber gewonnen und habe den fertig gemacht. Wie viel Auto fahren? Bisschen anders ist es schon. Ja, cool. Da siehst du schon die Hütte am Strom ab. Er steuert sich ein bisschen träge. Ja. Ja, ich bin nicht so fit im Flugzeug fliegen, aber ich hab's noch in Erinnerung von damals. Ist auf jeden Fall leichter als früher. Aber ist auch gut, weil ich wollte mir nämlich noch einen Wanderrucksack kaufen. Sehr nice. Er rollt einfach. Wahrscheinlich, weil ich noch drin war. Ja, so alles 100% funktioniert noch nicht. Ja, bin ich gewohnt vom Meer. So, dann würden wir zum Trader fliegen. Dann sind ja hier oben die ganzen Strommasten.
Da muss ich nur gucken, ob ich da auch irgendwie runterkomme, ne? Mit dem Flieger. Ich will den jetzt nicht schrotten in der zweiten Folge. Mir ist ein bisschen kalt. Ich fahr mal näher ans Flugzeug, dann haben wir die Während er Kurve. denn zurückfliegt, können wir auf Loot-Tour gehen. Brauch noch ein paar Dietriche mehr. Das ist das Blöde. Dasselbe passiert wie bei dir immer. Schieben statt fahren. Was hat er jetzt vor? Ach so. Ja, er hat es gesehen in meine Videos, dass ich immer außersehen schiebe. Ja, da hätten wir eigentlich auch schon Rager, aber natürlich einer mehr ist immer gut. Das sieht immer aus, Hat wenn so viel andere. Kohle gemacht, ich konnte mir direkt einen Gepäckträger kaufen. Glück gehabt. Irgendwas zu trinken dabei? Das ist nicht gut, so wenig. Ja, dauert alles noch ein bisschen länger bei mir. Ich bin noch nicht so ganz fit wieder. Alles gut. Hauptsache, die Kiste passt im Flieger. Passt nicht. Nicht so. Muss mal kurz gucken, da waren noch Sachen drin, die glaube Zack. Müsste doch da reinpassen, oder? Das werfen wir mal weg hier, Mist. Sonst muss ich da noch was rausschmeißen. Ich kann ja die Kiste auch ziehen, ne? Dann da drin. Ach, die sind doch voll klein, die Räder. Das sind nicht die Oh, Rager-Räder. dann können wir die Kiste ins Flugzeug stellen. Sind Nah genug dran, oder? Das das wirklich Rager-Räder? Ich glaube, das sind ganz normale Räder. Warte. Nee, Da ist nee, passt eins für schon. einen Lader und dreimal Rager. Und ein Fahrradreifen. Was hat denn das für ein Lader gesehen? Keine Ahnung, ich guck mal, ob ich den Flieger kriege, die Kiste. Oh, ist genau 1 Zentimeter zu wenig. Ich darf sie ja nicht schieben. Darf die Kiste nicht schieben. Und ich bekomme ein Flugzeug nicht angehört. Ich versuche. Alles Fehler, Anfängerfehler. Entschuldigung. Ich versuche mal näher zu fahren. Ich tue die Kiste noch mal rein. Von hinten ran. Er müsste einfach nur befördert werden, ne? Team. So. Direkt wird degradiert. Oh, der viele Ruhmpunkte. Oh, er ist aber befördert. Wir müssen uns Namen ausdenken für die Ränge. Obwohl, wir befördern ja irgendwie alle. Oh, viele Squads schon gibt. Gammelbande, Platz 1. So. Müssen wir mal schauen, ob wir die. Hä? Wo ist mein Flieger? Da. Passt nicht rein. Das ist blöd. Jetzt habe ich diesen Fallschirm dabei. Kann auch nichts reinmachen in seine Kiste. Aber ich kann Ah. reingucken. Ah, in die Hände nehmen, die ist zu Wenn dein schwer. Flugzeug nicht verschlossen wäre, könnte ich die Kiste reinstellen, auf jeden Fall. Ich krieg dein Flugzeug jetzt angezeigt. Es ist, Kannst du glaube ich, zu. kurzes Die Schloss. Kiste ist zu wenig Platz. Wir sind im Squad. Du darfst sogar damit fliegen. Ach so. Dann Mal ist was. die Kiste anscheinend zu schwer, ne? Kann das sein? 182. Vermutlich zu groß. Oder auch wirklich zu schwer, ne? Ich versuche mal gerade die Reifen einfach reinzulegen. Ne, passend tut's. Wollen wir mal schauen, ob da jetzt ein Reifen drin platziert wird. Und ich gehe dann auf Loot-Tour und habe die Tasche wieder voll. Weil ich es vergessen werde. Ja, Reifen. Passt schon mal. 1, 2. Eventuell, wenn ich das dritte Rad in den Rucksack nehme. Nee, jetzt pass mal, versuch Dann mal. könnte es gehen. Ich habe Vom ein bisschen Gewicht her geht's nicht. Tetris gespielt. Ach, vom Gewicht geht nicht. Doch. Tetris hat gepasst, ja. Sehr gut. Dann ein Fahrzeugreparaturkit passt noch rein und ein Wagenheber.
Sehr geil. Haben wir auch drin. Vorsichtshalber, wenn die Rega Lichtmaschine, ich war mir aber sicher, dass eine drin ist. Wer ist nach Und einer Überreger? vorsichtshalber noch eine Ersatzbatterie. Ja, Sehr da gut müssten wir vorbereitet, jetzt sehr gut. ja alles auf der Rennbahn gefunden. Da war so viel Loot, also boah. Okay. Spritkanister fülle ich bei den einen. Noch haben wir nicht so die Rechte, ne? Sieht man gerade, ich kam gerade nicht aus seinem Auto. Da müssen wir heute im Livestream eventuell ein bisschen fummeln. Ach so, das ist die Kiste. Ich dachte, hä? Ist in Ordnung hier im Flugzeug, das ist ja ein Durcheinander. Den packt er wieder ein und wir machen ganz kurz Pause, solange. Dann fliegen wir auch wirklich los. So. Ja, wo muss ich genau hin? Sag mal so ungefähr auf der Map. Für die Ich muss Flugplanung. einen Spritkanister gegen einen kleinen tauschen, der passt nicht ins Gepäck. Ungefähr, du weißt, wo unten auf der langgezogenen Insel, ganz unten auf der Karte bei der Rennbahn, die Windkrafträder sind. Jawohl. Die kennst du. Ja, und wenn Vertue ich wir wie von immer. oben die Karte runterfliegen, wenn wir nach unten gucken, ist das das ganz linke Windrad auf der zweiten Insel, wo die Brücke zwischen ist. Also auf der Seite, Sag wo doch einfach der Z3, Bahnhof ist. Z3, Z2. Ach, stimmt. Mein erstes Squad-Mitglied. Er wird schon. Also ich glaube da an der Grenze Z1 zu Z2, das letzte Windkraftrad da unten, da sollte der Rager stehen. Hinterm Bahnhof? Ja, ich weiß nicht, ob ich hatte das gestern nicht so genau im Blick. Aha. Das letzte Windkraftrad, was zum Bahnhof hinkommt, da Alles sollte klar. der Rager stehen. Dann steigen Sie ein, Sir. Ja, Oh, ich muss den Kanister leider doch nochmal umfüllen in einen ganz kleinen Kanister. Der passt doch nicht in den Rucksack. ei, das kann ich dich aus der Luft auch immer versorgen. Werfe ich Kanister runter. Oh, das kenne ich noch nicht mit aus der Luft versorgen. Einfach rauswerfen. Aber das, wer weiß, wo die landen. Habe ich noch nie ausprobiert. Vielleicht üben wir das mal in irgendeinem Livestream. Das wäre interessant. Ich steige schon mal ein und dann warten wir ganz genüsslich. Leertaste gedrückt halten. So, Pause so lange. Ey. So, ich bin guter Dinge, dass wir irgendwann mal losfliegen. Er ist auf dem Weg. Räder sind drin, alles, er hat an alles gedacht, denke ich mal. Das sah ganz gut aus. Ich denke mal, das ist eine Einsteiganimation. Ja, jetzt ist er da. Juhu, geschafft. Ja, wir starten in Kürze. Bin angeschnallt. Sehr gut. Sicherheit geht immer vor. Ich wollte es erst drehen, aber aus. Flugzeug fliegen kann ich ja gar nicht. Noch Ist aber nicht nicht. schwer. Übung fehlt. Also ganz linke. Also von hier das linkste Windrad. Weiß nicht, von welcher Seite er meint. Map-mäßig so. Muss er nur irgendwo landen können, ne? Dann ist die Sache ja geritzt. Was wird auch außerdem dunkel? Ich dachte, das war voll frischer Tag gerade gewesen wegen den Wenn ich jetzt Servernäuschen. alles verhudelt habe und es ist nicht das linkste Windrad, dann müssen wir uns dann nach rechts vorarbeiten, über die Windräder ziehen. Da Das wird wir in auf der jeden Fall Luft. noch ein. Aus der Luft geht alles Ja. schnell. Ja. Und wollen wir mal gucken, ob er wirklich angeschnallt ist? Boah, leckt das auch noch. Ich Oder hatte mich so. zuerst schon geärgert, weil jedes Fahrzeug, was ich gefunden habe, das hat ein Schloss drauf.
Das geht schneller, als du gucken kannst hier. Bist echt angeschnallt, sehe ich. Ja, hab mir Mühe gegeben. Als Kölner Flieger, ne? Da sind wir natürlich unterwegs. So, da kann man bestimmt schlecht landen da oben, oder? Bin ich ja noch nie. Ah, oh, die Stadt. Hui. Ja, ein bisschen interaktiver sein mit der Community in den nächsten Folgen und Streams, das war mir wichtig jetzt, weil die letzte Staffel auch relativ allein war. Ah, sehr steiniges Gefilde da unten. Oh, jetzt Augen auf beim Eierkauf. Boah, ich will das so schnell nicht sehen. Aber das, das sind Strommesse, da ist schon mal meistens immer frei. Ja, da. Hab ich gesehen? Ach, sehr gut. Ich habe nämlich nicht gesehen. Ich habe schon gezweifelt. Das ist aber nicht das. Da war er auf jeden Fall. Also da stand auf jeden Fall ein Rager ganz nah am Strommast. Strommast, ich bin noch blöd. Nein, 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 ist schon alles gut. Vergiss das einfach, was ich gesagt habe. Okay. Ja. Muss ja da nur irgendwie ordentlich hinkommen. Also muss ja alles hinschleppen. Keine Risikolandung. Ich hoffe, da sind jetzt keine Felsen großartig. Ich versuche ganz mutig die Straße als Landebahn, aber der Strommast ist gefährlich. Ja. Immer sind die Reifen nicht weg, wenn der Flieger explodiert. Butterweich, Leute, butterweich. Hut ab. Jahre, Millionen Jahre lange Übung. Aber wo war das jetzt? War das hier? Wir gucken mal, warte. Nein, das ist nicht aus. Warum? Das soll aussteigen. Aua. Ich hab mich überfahren. Hoffe nur der dicke Zeh. Alles gut. Ja, das braucht ein bisschen das Flugzeug, dass ich aussteigen kann und in der Zeit wollte es dann noch. Ich bin nicht gewohnt, zu zweit zu fliegen, ne? Man bleibt sofort stehen, aber wenn noch einer drin ist, dann ist das noch aktiv. Kann auch der andere sein, aber ist ja alles nicht weit. Ach, muss das denn erst dunkel werden? Also wenn, dann hätte er hier vorne am Tor gestanden, meine ich, der Rager. Ne, ich glaube, da war das der andere. Lass uns da hinten hinrennen. Ja. Ja, das ist aus der Luft, das ist so klein, so winzig, ne? Und dann bist du hier unten auf dem Boden. Ich hab gemerkt, hier mit dem einfachen Metallschwert, ich kann die so gut bauen, dass da kann ich mich auch relativ gut gegen Zombies behaupten. Zwei Schläge und die sind platt. Da taucht was, tatsächlich. Ja. Achso, ich hab natürlich aber auch, ich hab was anders gemacht. Ich hab alles in Nahkampf auf Experte gebuttert für den Anfang. Okay. Das hilft natürlich auch. So, ich hoffe, hier war's. Okay, nächstes Windrad. Gott sei Dank sind nicht so weit weg. Okay, wir gucken so zu, weil ich ungefähr eine halbe Stunde brauche, meine Waffe zu ziehen. Keine Ahnung warum. Jetzt hast du sie schon wieder? Sehr gut, das Schwert. Ja, aber leckt gerade ganz schön, ne? Ah, keine Ausdauer mehr. Komm nach. Das ist sehr gefährlich für den Flieger. Aber wir können ja schon mal vorab gucken, ob wir da richtig sind. Scheiße, wenn man das ganze Zeugs im Flugzeug dann. Aber hinrollen kann ich nicht. Aber ich habe doch gerade einen gesehen. Ich bin doch nicht blöd.
Eine Weltreise bis dahin. Naja, irgendwie müssen wir Erfolge feiern hier. Hier komme ich nirgends mit dem Flieger hin. Da müssen wir die Autos schleppen, die Reifen schleppen. Das wäre natürlich. Ach, wir wollten halt sowieso eine Zwischenlandung machen. Jetzt hat er nur drei Reifen. Ah, Nachtflug. Und ich habe eh nichts zum Knacken. Das ist es. Das ist es aber. Hä? Hier steht ein Moped. Keine Batterie drin, sehe ich sofort. Oder ist das nicht gespawnt, dass wir da vorbeigeflogen sind? Warte mal, wir sind jetzt? Das passt aber. Wir sind ja so geflogen. Okay, das müsste tatsächlich das nächste sein. Erstaunlich, ne? Aus der Luft sah das so nah aus. Ja, und ich habe mich ja dann auch getäuscht. Weil ich war mir sicher, das war einer von den hinteren. Ach so. Das ist ja, wäre ja auch tatsächlich, weil das sind jetzt eine andere Reihe als die. Oh Mann, das wird gleich dunkel. Und im Dunkeln starten, ohne was zu sehen, wird schwierig auf so eine Straße mit Bäumen. Und meine Ausdauer ist absolut im Keller. Aber das, jetzt kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben das überflogen und dann habe ich eine Drehung gemacht. Das war mein Fehler. Deswegen bin ich so weit weg davon geflogen. Aber kann man vielleicht hier, guck mal, hier könnte man zum Beispiel landen, aber im Dunkeln traue ich mir das nicht. Es ist immer noch nicht das Richtige. Weil ich hatte den links stehen sehen. Das ist ja eher nicht schuld. Nein, das bin ich schuld, weil ich beim Fliegen ja gesagt habe, yo! Meine Ausdauer ist ja im Keller, ey. Das andere, es muss jetzt dunkel werden, Spiel. Ich will nicht dunkel haben. Boah, einmal hingelegt, schon ist Nacht. So. Ja, wir müssen ja natürlich schnell reagieren. Für den Squad Rager. Sieht man seinen Namen noch? Aber das ist jetzt ja schon x-tausend Kilometer weg, der Flieger, ne? Ich hoffe, der Mond macht gleich gutes Licht. Mein Nachtsichtgerät habe ich natürlich nicht damit, ne? Das habe ich natürlich zu Hause gelassen. Einfach nicht so weit gedacht. Doof. Ich renne den einfach weg. Das sieht auch nicht richtig aus. Doch, da steht was. Komplett leer. So, da muss ich mal gucken. Also hier kannst du aber landen auf der Straße. Da sind noch einige. Okay, er ist an dem nächsten und ich komme mit dem Flieger gleich her, okay? Ah. Ja. Sorry, voll vertan. Das ist doch meine Schuld. Ich habe ihn doch auch gesehen und dachte, das wäre da vorne. Wie bescheuert von mir. So, ich mach kurz Pause bis zum Flieger und dann wird's spannend. Meine Güte! Da ist ja richtig weit weg. Egal, essen, auch wenn es nicht schmeckt. Gibt Flüssigkeit. Das dürfte jetzt das letzte Windrad sein. Die Straße ist aber gut zum Starten. Die Frage ist nur, wie komme ich da wieder runter? Vier. Boah. Ist aber viel stärker, obwohl das war ein Dürrer. Jetzt habe ich den so dunkel lackiert, ich muss den wieder heller lackieren, den Flieger, sonst erkenne ich ihn nie wieder. Hier ist das Windrad, das ist so stockend duster hier, man sieht aber genug, aber beim Fliegen bin ich mir nicht so sicher. War noch ein Windrad, da wären doch keine 400 Windräder lang gelaufen. Ich bin einfach kein Fan von Dunkelheit in Scum. Es ist aber eigentlich fast kein Spiel. So, hoffentlich hört ihr das Grillen draußen nicht, weil das wieder Fußballspiel. Ich erkenne nicht mal dieses scheiß Windrad. Also hier bin ich doch gelandet, oder?
Wir sind auf jeden Fall auf der Straße. Wäre ja vorbeigelaufen sonst. So ein Unsinn. Oh, es macht keinen Spaß im Dunkeln. Tut mir leid, wenn ich da so meckerig bin. Manche sind ja auch Fans der Dunkelheit, um da ein bisschen verborgen zu agieren. Aber ich habe keinen Spaß daran. Fahrradsitz fehlt. Oh, oh. Fahrradsitz, Fahrersitz. Ah, ob der wüsste, dass er einen Chat hat. Hier wäre richtig geil zum Starten auch, ne? Aber ich weiß nicht, ob da noch ein... Da sehe ich das Windrad. Wir sind aber gar nicht so weit weg gewesen davon, oder? Scheißen Dreck. Jetzt finde ich meinen scheißen Dreckflieger nicht mehr. Mann, das sollte doch eine Loot-Folge werden. Mein Kopf ist durcheinander, wenn man was plant und was anderes macht. Gut, ich gehe einfach mal weiter. War ja relativ nah an dem Windrad. Hier ist ja keins mehr, ne? Wir sind ja schon einmal über die Map gelaufen. Immer Pause, bis wir da sind. Ja, ich hätte einfach die Straße lang gelaufen sehen. Dann hätte ich noch was stehen sehen. Da ist er, das gute Stück. Starten wird gut klappen. Ausdauer, okay. Starten wird gut klappen, denke ich mal. Und dann sehen wir seinen Namen ja als Marker. Das ist gut. Da kann ich nicht wieder 800 Kilometer weiter weg parken. So, jetzt rollen wir erstmal ein Stück. Damit wir hier nicht den Mast mitnehmen. Boah, das wird aber hardcore, ne? Wir sind auch noch so dunkel. Wir sind ja wie die Nacht. So dunkel. Ja, das ist mir schon so... Man sieht nichts. Oh, oh. Ey, ich werde gleich sterben. Ich werde gleich explodieren mit meinem Flieger. Erkenne einen Hang. Der war aber der Weg wäre besser. Der geht ja relativ schnell in die Luft, ne? Hoch mit dir, hoch mit dir, hoch mit dir, hoch mit dir, hoch mit dir. Ja. Wow. Wie weit bin ich hier gelaufen jetzt? Irre, ey. Voll verpeilt. Die Müdigkeit ist schuld. Ich kann nichts dafür. Da ist eine schöne Straße. Da ist aber ein Mast. Eine Sekunde. Das müsste da sein, ne? Oder? Ja. Und da haben wir ein schönes Feld. Boah. Ich weiß nicht, wie viel ihr seht. Ich hoffe, mehr als ich. Da ist der Mast. Jetzt sehe ich ihn gerade wieder. Ein Stein kann hier schon der Rückgrat brechen. Bricht der Flügel ab, ist das nicht mehr zu reparieren. Wow, Strömungsabriss. Wow. Viel zu schnell. Ich starte nochmal durch. Ich habe Angst. Wow. Jetzt weiß ich ungefähr, wo ich hin will. Ist schon cool. Ah, ich liebe Fliegen, aber ich habe Angst, dass der kaputt geht. Da sind noch andere Mäste. Oh, war zu steil. Aber gut, kein Damage. Du kommst eigentlich überall mit dem Flieger hin, ja? Gamma ist auf Maximum bei mir, also die wundern. So, ja, dann bringen wir ihn schon mal an ein Rad, aber wir müssen schon... Ich hab's gelesen, aber wir können ja schnell fliegen, wenn wir die Reifen dran haben. Ja. Hier kann man super landen. Ich weiß nicht, warum ich 80 Kilometer weiter da hinten gelandet bin.
sah aus der Luft doch ganz anders aus, muss ich sagen, wo der stand. Aber wir haben da hinten noch ein Motorrad, das wäre auch interessant, aber ich kann da nicht sonst. So einfach komme ich da nicht hin. Ich hab einen Wagen so. Einstecken. Da zwei Räder gleichzeitig mitgenommen? Ach ja, eins im Rucksack wahrscheinlich, ne? Eine Batterie und so, das war Ersatz, hat er gesagt. Das nehmen wir trotzdem mit, weil ich brauch's nicht. Im Inventar. So ganz viele goldene Schlösser. Aha. Da fehlt wirklich eine Batterie. Und eine Lichtmaschine. Ah ne, entfernen steht da. Boah, im Dunkeln fliegen ist echt gruselig, ey. Haben wir noch irgendwo so eine geile Aloe Vera? Ja, kann ich mir vorstellen. Ich glaube, Wagenheber muss auf die andere Seite. Aber wenn du kein Fahrrad sitzt hast, müssen wir erst einkaufen fliegen. Ist ja alles hier um die Ecke. Ist ja alles nur um Katzensprung mit dem Flugzeug. Nein, ich meine, ich krieg das dritte Rad nicht dran. Der Wagenheber muss, glaube ich, auf die andere Seite. Ist denn da keiner drin? Nee. Schlossen fern. Service beenden. Oh, schön ist, dass man ein bisschen Licht hat, ne? Der Wagenheber jetzt weg. Ich wollte den wegnehmen und der wird mir jetzt nicht mehr angezeigt. Hier ist er. Da ist er. Der ist ja baufällig, ey. Dem müssen wir ordentlich Türen und alles verpassen. Ja, ist wie mit meinem, aber die Hauptsache ist ja, dass man den abschließen kann und Lichtmaschine, Batterie kann ich reparieren und die Räder. Irgendwie kriege ich die Räder hier auf der Seite nicht dran, auf der rechten. Sieht doch komisch aus, warte mal. Oder so wird kein Mensch Räder dran kriegen, ne? Soll das beenden? Hat aber auch keine Möglichkeit, ne? Das Rad habe ich im Moment im Auto liegen. Weil der kippt so komisch nach der Seite hier. Kannst ja nicht mal ein Stück rollen mit dem. Ja, vielleicht muss man den schubsen ohne den Wagenheber. Das ist ja ein bisschen anders. Ja, der Witz. Oder zuerst die Reifen auf der anderen Seite montieren. Mal so versuchen. Warte mal. Nochmal wegnehmen, auf der anderen Seite zuerst montieren. Vielleicht geht das. Ich nehme an, der kippt zu sehr in die Erde rein, weil... Ich habe schon einen Plan. Geht nicht. Das ist schwierig. Ja. Okay, was passiert jetzt? Da ist in der Erde drin. Bei mir ging es gerade auf der anderen Seite. Ich glaube, wir müssen einmal schubsen. Warte mal kurz. Ich glaube auch. Ich denke auch, wir sollten zuerst dann auf der Fahrerseite die Reifen montieren. Der kippt sonst zu stark rüber. Weißt du, auf der rechten alle weglassen, Räder? Sieht ja schon gut aus, ne? Ich glaube, den drückt es nämlich auf dieser Seite sonst zu sehr in den Boden rein, dass man die Fläche nicht mehr sieht. Er marschiert. Muss ja hinzukriegen sein. Ich habe sogar noch ein Autoradio gefunden, dass wir ein Autoradio reinsetzen könnten. Echt? Habe ich doch gar nicht gefunden.
Alles auf der Rennbahn. Geht. Sehr gut. Hinten links ist. Also bitte, wenn hell spiel. Spiel haben wir jetzt bestimmt viel zu lange noch. Ja, gut, eine Stunde wird hell. Gut, sollen wir den erstmal so stehen lassen? Und den Sitz holen? Vorne hast du dran, ja. Ich folge mal gerade die drei Reifen, Lichtmaschine und Batterie reparieren. Reparier du mal, ich komme gleich wieder. Ich bin gleich wieder da. Ich hol nur. Kiste ist noch im Flugzeug. Ich komme mit. Ich hoffe, der Sitz passt in den Flieger rein. Der ist ja riesig. Aber bist du eigentlich, ne? Ja. Entschuldigung, aus Versehen F gedrückt. So, wir brauchen ein bisschen einen Anschwung. Spannender als man denkt, so ein Auto, ne? Man denkt so, fertig, ein Auto. Und dann, oh. Ist wieder ausgestiegen. Troll. Die haben kurz vorm Rotor gerettet. Du bist ausgestiegen. Ja, hatten wir die Reparaturkiste gar nicht mitgenommen fürs Fahrzeug? Ich meine, ich hätte den Flugzeug gelegt, ja? Nicht schlimm, wir fliegen ja zum Händler. Okay. So. Bitte nicht aussteigen. Ist nicht. Habe ich die bestimmt aus Versehen in die Metallkiste zurückgeschmissen statt in den Flieger? Ich will ausreichend Anschwung haben, weil ich nicht genug sehe. Ich sehe den Mast auf jeden Fall. Ich sehe, wo ich hinfliege, grob. Da, tütata. So, der Händler, der ist genau links von uns da. Da sehen wir den auch. Boah, guck mal, wie weit man das sieht. Ich hab mal voll weit gesehen gerade den Rager. Da, 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 da. Ja, ich denke, der wird auch anders angezeigt, wenn schon mehr Sachen dran montiert. Aber ich weiß nicht, ich kenne mich nicht so aus. Also die Landebahn sieht man ganz gut. Das ist hier schon mal einfach. Oder weil wir schon dran gearbeitet haben, dass wir uns besser angezeigt wird die anderen, die den erst noch entdecken müssen. Nur Vermutung. Ja, ja, nur wir sehen, dass jetzt was gebaut wird. Boah, ist das Wasser schwarz in der Nacht, ne? Selbst so kann nichts passieren, aber das Wasser. Aber beim ersten war es auch so ein Eck. Beim ersten hat da auch der Fahrersitz gefehlt, fällt mir gerade ein. Und da musste ich den zu Fuß da hochtragen. Oh Mann. Und dann findet man nur Autos, ne? Weil da konnte ich dann mit Motorrad und Rucksack auch nichts mehr reißen. Oh, muss immer alles startklar stehen. Ich glaube, der Sitz könnte genau reinpassen, wenn ich dann alles in den Rucksack nehme, was im Flugzeug liegt. Also ich habe so das Gefühl, der passt genau rein. Ich glaube auch, der passt. Schon wieder Nacht, Kacke. Ich hasse auch Nacht. So, ja, man muss ja nicht aufeinander fahren. Ich spiele noch zu gleichen Teilen Ark wie Scum und deswegen komme ich mit der Steuerung manchmal nicht in durcheinander. Ja, verstehe ich. So, ein Ranger-Fahrersitz. Ich glaube, wir laufen jetzt richtig, oder? Die Landebahn ist relativ weit weg von der Safe. Natürlich kann man da einen suchen. Der Park macht auch nicht immer so viel Spaß, wenn man schon fast alles hat, dann wird es langsam langweilig. Das glaube ich. Habe auch schon lange nicht mehr gespielt, muss ich zugeben, weil es mir zu dolle gemoddet wird. Ja, das ist so unübersichtlich. Da gibt es so zigtausende von Möglichkeiten, was man alles machen kann. Boah, ist die Landebahn weit weg vom Händler, ey. So, liebe Leute. Falls hier der Flieger explodiert, damit dem Händler nichts passiert. So als Geschichte.
Mechanik. Die sichern sich nur ab, die. Den Typen hier. So. Beifahrersitz, Fahrersitz. Ich kaufe auf jeden Fall mal die Werkzeugkiste fürs Auto, das Red Set. Ich habe einen Fahrersitz. Geh schon mal zum Flieger. Okay. Ja. Dauert ja eine Weile. Ich müsste auch mal zu trinken kaufen, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ist schon immer eine Stunde. Sorry, Leute. Der müsste aber reinpassen, ne? Der ist 15 Kilo schwer, hat keine Nässe. Ist niegelnagelneu, riecht noch nicht nach Furz. So, ich mach Pause so lange wie, das müsst ihr euch ja nicht angucken im Dunkeln hier. Passt nicht. Wir müssen gerade eine Kiste bauen. Wir machen mal eine Holzkiste, mal gucken, ob der da reinpasst. Dürfte ja relativ schnell gehen. Hab ja alles dabei. So, ich habe sogar eine Axt dabei, weil ich mich ja wieder super vorbereitet habe. Ich wünschte mir, es wird hell werden. Das wäre echt geil. Alles dabei, ey. Das sind ja auch Autowracks und Metallschrott ohne Ende. So eine Metallkiste. Aber die braucht Blei und Blei habe ich im Flieger. Ja, weil... gutes Team. Er hat die große Steinaxt. Passt. Passt, wackelt, hat Luft. Oh, geil. Ah, die Kiste geht nicht im Flugzeug. Ach. Naja, auf jeden Fall kann der Sitz jetzt schon. Warum denn nicht? Warum geht denn eine Kiste nicht im Flieger? Ja, das frage ich mich gerade auch. Das hätte ich jetzt, dass das geht. Die Kiste kriegst du auch so nicht im Flieger. Auch leer nicht. Muss das eine Metallkiste sein unbedingt? Ich glaube aber nicht, ne? Ich denke, der Flieger, der ist einfach nicht gedacht für so Lasten. Ich glaube auch, dass wir das rausgenommen haben. Wenn man keine Nutzlast oder so. Ja, dann kann ich mit dem Fahrersitz da hochlatschen. Dann muss man ja so machen. Immerhin kannst du dann zurückfahren. Das ist ja schon mal was. Richtig. Bin gerade am Nachdenken. Ich tue den Sitz in die Kiste, wenn unterwegs irgendwas passiert, dass die Kiste bleibt ja erhalten. Der Sitz würde ja unter irgendwelchen Umständen, kann der ja verschwinden. Mir sind schon mal Sachen, ja, die ich so hatte, weggekommen. Dann bin ich zwar langsamer, aber geht ja nicht anders. Okay. Dann guten Marsch. Ich habe leider auch, brauchst du noch irgendeine Waffe? Nein, das Metallschwert, was ich habe, das langt vollkommen. Noch ein Schloss? Eigentlich auch nicht, weil wenn ich da bin, dann läuft ja alles. Okay, wenn ich da bin, deswegen, ja. Okay, schade. Das macht ja nichts zu. In ein paar Tage bist du ja an der Base. Ja, richtig. Oh, ich muss was trinken. Auf jeden Fall habe ich Sprit oben. Okay. Gut, dann bis später. Bis später, guten Marsch. Ich fliege zurück. Oh, es wird hell. Ja, endlich. Ja, schön. Was kostet eigentlich so eine Metallkiste in der Herstellung? Ich bin mir aber, dass da gar nichts reingeht? Keine Kiste? Wenn es zu lange dauert, dann tue ich die Kiste halt weglassen. Dann nehme ich den Sitz doch wieder so. Muss mal gucken, mit was du schneller läufst, ne? Schneller nur mit dem Sitz in der Hand. Ja, weil mit der Kiste tut er nur gehen. Da würde ich nur den Sitz nehmen. Ohne Witz. Den Mut hätte ich. Ja, mache ich auch. Dauert zu lang. Oder du stellst dich auf den Flieger und... nee, das geht nicht gut. Das wäre es, wenn das...
Werf den. Was kostet so eine Metallkiste? Ich muss mal kurz gucken. Ach, das haben wir alles da. Aber lass uns doch mal schnell die Metallkiste. Hast du noch ganz zufällig zwei, fünf Nägel? Boah, Tasche voll. War nur einer noch da. Oh, hat sich aber besser angehört. Was kriege ich die Sachen da nicht raus, oder was? Boah, jetzt kann man diesen Haufen hier nicht looten. Was ist das für eine Scheiße? Bolzen zählen wieder mal nicht. Aber sowas hat man natürlich nicht dabei, ne? Das habe ich. Also, meine Tasche ist ja jetzt randvoll mit Mist. Das bringt ja alles ohne Nägel nichts, ne? Da kannst du nicht looten, was für ein Unsinn. Ah, so. Aber ohne Nägel ist wieder. Ah, schade, geht nur Nägel. Bolzen wollte er nicht. Beide testen dasselbe. Da hinten stehen noch Autos, die gucke ich mir noch schnell an. Sorry, dass die Folge so lang geht und so wirsch ist, aber wir haben dann einen Rager, ja? Ein Nagel ist gefunden. Noch drei. Also, oh. Da fängt gleich wieder einer, ich ahne es. Vielleicht ist ja nur. Ich habe noch nie die Holzkiste und Metallkiste im separat getestet. Das ist falsch. Guck mal, ich hab's geschafft. Du bist ja auch zu weit weg. Ach, ich kann sie wieder nicht schieben. Warum eigentlich nicht? Vielleicht geht's da deswegen nicht rein. Weil ich sie nicht als allgemein nicht bewegen kann. Kommst du mal wieder? Warum darf ich denn als WOT-Member unsere Kiste nicht schieben? Ich habe da sogar selber gebaut, weil wir in der Safe Zone sind, ne? Ah, dann kannst du aber trotzdem im Feger packen. Das wird gehen, weil ich kann ja auch zum Beispiel das hier im Feger packen. Wenn die leer ist. So schwer ist denn jetzt ja nicht, 15 Kilo, ne? Ah, ich dachte, jetzt passt das im Flieger. Kiste in der Kiste? Komisch, das geht auch nicht. Vielleicht ist die auch zu groß, ne? Man sieht das ja kaum. Kannst du die Kiste schieben? Ich vergesse, was man in die Hand nehmen kann. Der Flieger ist zu klein, wahrscheinlich einfach nur. Wollte doch mal die Metallkiste aussetzen. Die Kiste an sich geht. Scheint auch nicht zu passen. Man kann leider auch nicht sehen. Ich glaube, ne? Die Kisten sind ausgenommen und so die sperrigen Sachen wie Sitze. Der ist auf einmal so groß wie ein Flugzeug hier, der Sitz. Guck mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Also da ist auf jeden Fall genug Platz für den Sitz. Der ist leider zu schwer. Hier ist er auch irgendwie kleiner, finde ich. Nö, ist er nicht. Das ist ja schade. Dann haben wir alles ausgetestet. Leider. Ja. Ah. Ob das schneller geht, wenn ich zur Base. Ach nee, dann haben wir ja zwei Autos da. Nee, okay. Ja, ja. Dann mach ich mich mal auf die Socken. Guten Marsch. Sorry. Macht nichts. Hast du vielleicht noch einen Happen zu essen vor unterwegs, falls was ist? Ich bin selber am Verhungern und Verdursten gerade. Okay, ein Wasser kann ich dir geben. Na, ich bin ja gleich zu Hause, dann trinke ich schon am Bach. Du brauchst das Meer, du musst den schweren Sitz tragen. Das stimmt, ich mache mich auf die Socken. Alles klar, guten Marsch, dann zum 100. Mal. Ja, danke. Bis später. Jo, so gut.
Ja, Kisten können wir jetzt leider nicht mitnehmen. Umsonst gebaut. Zwei ganze Kisten. In Windeseile. Und ich mache mir jetzt nach Hause. Kein einziger Loot dazu. Aber dafür haben wir ein Auto und das erste Squad-Mitglied. Das ist mehr wert als Loot. Und den Flieger nicht geschrottet. Immerhin. Ja, einen kleinen Marsch hat er, aber ist nicht so weit. Na, ich glaube, bis zu dem Windrad da. Mittig. Und dann kommt er mit dem Ranger nach Haus. Für die Nacht ist der Flieger nichts von der Farbe her. So viel ist schon mal gesagt. Und ich muss ganz schnell was stö. Oh. Was trinken? Motorschaden. Aber wir sind ja Könner. Wir können auch mit Motorschaden fliegen. So. Ja, was esse ich denn oder trinke ich denn? Ich habe ja nichts dabei jetzt aktuell. Wo ist denn Timmy Town? Es sieht immer so schön aus im Sonnenaufgang. Weil das Team ist doch noch gar nicht weg. Ja, irgendwie habe ich die Größenverhältnisse scheinbar nicht so im Kopf. Ne? Dahinter den Hügel kommt Timmy Town. Town. Ihr seid auch wieder safe, ne, in Timmy Town. Also das haben wir alles verändert. Der Schawum ist dann auf die ganzen Wünsche eingegangen. Er kann ihn jetzt nicht abholen und unterstützen. Ne? Also muss er jetzt echt alleine schaffen mit dem Flieger. Wagen. Aber der wird sich größte Mühe geben, weil er keinen Bock hat, nach Hause zu laufen, glaube ich. Aber mein fliegerisches Können habe ich mal wieder unter Beweis gestellt, dass ich ein kleines Fliegerass bin. Aber ich darf die da Schnauze nicht so weit aufreißen, sonst macht vielleicht Bumm. Inklusive Bauverbot. Hier kann nichts passieren. Kannst auch nur unsanfte Landung machen. Sieht aber immer scheiße aus. Dachte schon, das wird eine richtig geile Landung, aber. Nein. Ist es nicht. Oh, ich hänge richtig fest hier. Oh. Naja, ein bisschen Schieberei. Alle guten Pflanzen. Rückwärts schubsen. Ja, das geht im Beet rein, sogar cool. Also vorwärts schubsen hätte ja überhaupt keinen Sinn gemacht. So, ganz schnell hinten scrollen, Leertaste gedrückt halten. Wolf. Da kommen Vegetation und Tiere. Aua! Scheiße. Der behindert mich hier. Ja, jagen haben wir heute in der Folge auch abgearbeitet. Heide Witzka. Kommt einfach vom Wolf angerannt und beißt. Ganz schnell. Es hängt da vorne fest. Das gibt's doch gar nicht. Er flutscht langsam, ich sehe es. Aber man hat eigentlich genug Kontrolle über diese Flugzeuge. Das finde ich ganz in Ordnung. Ich könnte schon längst fertig sein. So ein Durcheinander manchmal. So. Aber das ist ein blöder Start. Und lande. Wow, 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 wow. Das müsste aber passen jetzt. Jetzt bin ich zufrieden.
war der Plan tatsächlich. Ob ihr es glaubt oder nicht. Naja, muss eine andere Lackierung bringen. Ich brauche eine hellere. Aber sieht da richtig cool aus irgendwie, ne? Müssen noch ein bisschen was draufmalen können. Nein, nein! Ja, nein. Was war das wieder? Gut, ganz schnell einen Schluck trinken gehen, bevor wir hier den Löffel abgeben. Wollt jetzt nicht den Thomas sein letztes Wasser wegklauen? Letzte Ausdauer mit 8% Flüssigkeit im Körper. Trinkt die Chefin ein bisschen, lädt die Folge hoch und kommt gleich etwas eventuell live. Da ist der Bach. Das ist mal weiter weg, als ich denke. Ist alles weiter weg, als ich denke. So. Schlürf, schlürf, schlürf. Und ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge und zum Stream.